Allgemein versteht man unter einem Zombie einen zum Leben erweckten bzw. wiedererweckten Toten, dessen wesentliche Charaktereigenschaft eigentlich ist, dass er keinen Charakter besitzt. Er ist also willenlos und im Wesentlichen bewusstlos. Man könnte also auch sagen, der Seele beraubt, also dessen beraubt, was ihn quasi von einem organischen Roboter oder sowas unterscheiden würde. Der Begriff Zombie kommt aus der zentralafrikanischen Sprache Kimbundu und bedeutet übersetzt so viel wie Totengeist. Interessant ist, dass es bereits aus der Frühgeschichte erhaltene Gräber gibt, wo quasi die Ausstattung des Grabes bzw. die Verwahrung des Leichnams durchaus darauf schließen lässt, dass die Menschen damals Angst hatten, dass die Toten wiederkehren könnten. Also da wurden postmortem dann noch die Glieder ineinander verknotet und gefesselt und teilweise wurden die Glieder noch abgehackt und quasi so platziert, dass selbst wenn der Tote wieder erwachen sollte, er keinen funktionierenden Körper hat, um den noch auf der Erde wandelnden Lebenden Schaden zuzufügen. Beliebt war auch, jemanden zum Beispiel an den Felsen zu fesseln, damit dieser keine Möglichkeit hat, nach oben zu kommen. Und lassen sich diese Grabfunde natürlich auch verschieden interpretieren. Zum einen eben halt durch diese Angst vor Wiederkehrern. Zum anderen kann man natürlich auch zum Beispiel in diese Verrenkungen in bestimmte Positionen auch einen rituellen Hintergrund vermuten, dass diese Positionen zum Beispiel den Übergang in das Totenreich begleiten oder erleichtern sollte. Oder auch schlicht und einfach, dass man insofern Angst vor Wiedergängern hatte, dass man schlicht und einfach nicht wirklich das medizinische Wissen hatte, um wirklich zu erkennen, wann jemand tot ist und mit Sachen wie Scheintod, mit Koma und so weiter keine Erfahrung hatte. Der Zombie, wie wir ihn heute kennen, stammt in etwa aus den 1920er Jahren und kam in dieser Zeit in den USA auf. Und dass dies zu dieser Zeit geschieht, hängt auch damit zusammen, dass die USA von 1915 bis, ich glaube, 1934 Haiti besetzt haben und da wird vermutet, dass die dort stationierten Soldaten quasi mit dem dortigen Voodoo-Kulten in Berührung kamen und so das damals sich vor allem mit Cartoons verbreitende Bild des Zombies quasi in die USA gebracht haben. Der damals zeitgenössische Ethnologe Michel Reilis beschreibt ein Zombie als ein Individuum, das man künstlich in den Scheintodzustand versetzt hat, beerdigt hat, dann wieder ausgegraben und geweckt hat und infolgedessen ein Lasttier darstellt, da es ja gutgläubig annehmen muss, dass es bereits tot ist. Damals waren Zombies also vor allem durch einen Meister wiedererweckte, gehorsame Sklaven. Die Zombie-Filme dieser Zeit vermitteln eben auch genau dieses Bild und die ersten Filme, wo dieses Zombie-Bild existiert und auch der Begriff bereits vorkommt, ist zum Beispiel im Film White Zombie von 1932 und I Walked with a Zombie oder auf Deutsch Ich folgte einem Zombie von 1943. Die Grundlage dessen, was wir heute so im modernen Verständnis unter Zombie verstehen, also so eine wandelnde, halb bewusstlose, menschenfressende Bestie, basiert im Wesentlichen auf der Living Dead Trilogie von Regisseur George Romero. Diese Trilogie besteht aus Night of the Living Dead von 1968, Dawn of the Dead von 1978, dem werden wir uns dann auch noch genauer zuwenden, und Day of the Dead von 1985. Der zweite Film, Dawn of the Dead, erschien, das ist vielleicht auch für die Veranstaltung heute ganz interessant, erstmals in Deutschland unter dem Namen Zombies im Kaufhaus. Die Grundlage bzw. der Haupteinfluss für diese Trilogie war übrigens der Roman von Richard Matheson, I Am Legend von 1954. Dieser wurde insgesamt viermal verfilmt und ich denke, am geläufigsten ist uns hier die Verfilmung von 2006 mit Will Smith in der Hauptrolle. Was ganz interessant ist, dass im Gegensatz zum modernen Zombie-Film die Ursache für die im Roman vorkommende Epidemie bekannt ist. Also da
gibt es ein Virus, was ursprünglich von Fledermäusen übertragen wird. Und weiß nicht, wer den Film I Am Legend kennt, wird sich vielleicht auch daran erinnern, dass die Wesen dort so Fledermaus-ähnliche Flugeigenschaften durchaus teilweise hatten und eine grundlegende Abscheu gegenüber Licht hatten. Und im Roman ist zum Beispiel auch nicht von Zombies, sondern von vampirähnlichen Wesen die Rede. Dass der Protagonist in diesem Roman immun ist gegen das Bakterium, führt er darauf zurück, dass er während seines Militärdienstes vor x Jahren mal von einer Fledermaus gebissen wurde, die da wohl eine noch harmlose Variante des Bakteriums in sich trug und er deswegen eine Immunität entwickelt hat. Was bereits im Roman auch interessant ist, ist, dass aus diesem eigentlichen Vorteil der Immunität eigentlich die persönliche Katastrophe folgt, aus der kompletten Vereinsamung, der Isolation. Und der kompletten Ausweglosigkeit der Situation als einziger Immuner, während die gesamte, so ist zumindest der Eindruck, die gesamte Menschheit von diesem Virus infiziert wird. Es wird dann auch beschrieben, dass das Haus, in dem sich der Protagonist dann befindet, als auch er selbst dann immer mehr einen verwahrlosten Eindruck machten und der Protagonist aufgrund des psychischen Drucks hin dann auch langsam Alkoholiker wird und so weiter. Was bei George Romeros Filmen und vor allem bei dieser Living Dead Filmtrilogie interessant ist und was ihn, glaube ich, auch für so gesellschaftskritische Interpretationen besonders interessant macht, ist, dass die Ursache oder die Grundlage der immer eintretenden Katastrophe eigentlich nie die Zombies sind, sondern immer die Mitmenschen. Die Zombies sind zwar eine konstante, eine kontinuierliche, aber immer berechenbare Bedrohung und wie gesagt, die richtige Eskalation folgt eigentlich immer aus dem Konflikt mit den Mitmenschen. Im Film Dawn of the Dead verbarrikadieren sich drei Männer und eine, ich glaube, schwangere Frau in einem so riesigen Einkaufszentrum und können dort dann eigentlich ohne jede Schranken auf die dort vorgefundenen Güter zugreifen und erleben dann einen regelrechten Konsumrausch. Allerdings folgt eben aus diesem Kontrast, dass man auf der einen Seite auf all das, was man sich eigentlich schon immer materiell gewünscht hat, und im Kontrast dazu die komplette, dieses Eingesperrtsein, die Isolation und eigentlich auch die Ausweglosigkeit aus dieser Situation, dazu, dass trotz dieser materiellen Überfülle eigentlich eine Stimmung der Leere und ein Gefühl der Sinnlosigkeit resultiert und das auch atmosphärisch im Film sehr betont eingefangen wird. Sicherlich nicht zufällig ist dann, dass die Zombies, die durch diese Kaufhausgänge wanken, eine nicht unwesentliche Ähnlichkeit zu bummelnden Einkäufern haben. Und ich finde auch, die sich dort verbarrikadierten Überlebenden nehmen so in ihren Konsum dann immer mehr quasi Ähnlichkeit mit den Schaufensterpuppen an. Hierzu werden wir uns jetzt einen kleinen Ausschnitt ansehen. Und es ist sogar schon genau richtig eingestellt.
Was haben wir uns nur angetan? Stopp. Genau. Im Laufe des Films kommt auch von der Frau die Frage auf, was denn die Zombies eigentlich da im Koffer suchen, warum sie versuchen, da reinzukommen. Die Antwort darauf lautet von einem der Protagonisten, dass sich das hinter diesem Drang in dieses Einkaufszentrum reinzukommen, wohl so die Ahnung einer Erinnerung an das frühere Leben vor quasi der Infektion ist, und dass dieser Ort wohl früher in diesem früheren Leben wohl sehr wichtig gewesen sein soll. Romero meint, er wollte damit die falsche Sicherheit der Konsumgesellschaft darstellen. Allgemein wird die Unsicherheit der Protagonisten und allgemein ihre Situation dadurch verstärkt, dass die Ursache für die Zombie-Epidemie eigentlich meist unklar bleibt. In den ersten beiden Filmen, Night of the Living Dead und Dawn of the Dead, sieht man immer sich streitende und widersprechende Wissenschaftler und Politiker. Lediglich, also da ist dann noch interessant, die Politiker machen den Wissenschaftlern Vorwürfe, weil die keine Antworten liefern können. Gleichzeitig leistet aber auch der Druck auf den Politikern, dass sie doch endlich was tun sollen. Natürlich haben sie keine Ahnung, was sie da tun sollen. Dann sagen sie, naja, eins wissen wir, wenn man sicher gehen will, dass diese Untoten endgültig ausgeschaltet sind, muss man halt das Gehirn zerstören. Dann werden sie wieder damit konfrontiert, so, ja, das kann man aber auch nicht machen, weil das waren noch mal unsere Mütter und Väter und Geschwister und so weiter und so fort. Das sind doch irgendwie doch immer noch Menschen. Und dann sagen die Autoritäten wieder, nein, das sind keine Menschen mehr. Das sieht nur noch so aus. Das sind nur noch wandelnde Hüllen. Lediglich im letzten Film der Trilogie, Day of the Dead, findet ein leicht verwirrter Wissenschaftler beim Sezieren von Toten und Toten, also getöteten Zombies, dann heraus, dass die Zombies eigentlich gar keine Nahrung benötigen. Das heißt, die ganze Menschenjagd und die Menschenfresserei ist biologisch eigentlich komplett funktionslos. Dabei ist allerdings auch noch kein Fortschritt im Kampf gegen die Zombie-Epidemie getan. Was die Filme auszeichnet, ist eigentlich, und was sich halt durch die gesamten Filme zieht, ist, dass man Menschen konsequent scheitern sieht. Sowohl auf zwischenmenschlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Night of the Living Dead, wo die Story noch relativ simpel ist, wo sich schlicht und einfach eine mehr oder weniger zufällige Gruppe in einem Haus verbarrikadiert hat, kommt es irgendwann zum offenen Konflikt. Hier bei Dawn of the Dead dringt gegen Ende eine plündernde Rockerbande in das Kaufhaus ein,
Zwar können diese Rocker dann zurückgeschlagen werden, aber auch nur um den Preis, dass dann eben halt das Einkaufszentrum überrannt wird. In Day of the Dead verbarrikadieren sich mehrere Wissenschaftler und Militärs in einem unterirdischen Bunkersystem. Hier führt der äußere Druck und die Feindseligkeiten, die vor allem durch die herablassende Haltung der Militärs gegenüber den von ihnen als Zivilisten betrachteten Wissenschaftler zur Eskalation. Nach dem Schrecken ohne Ende folgt dann ein Ende ohne Schrecken. In Night of the Living Dead wird dann der letzte Überlebende von einer lokalen Anti-Zombie-Bürgerwehr erschossen und eben nicht von Zombies getötet. Und bei Dawn of the Dead fliehen dann die beiden zufälligen Überlebenden in einem Helikopter, mit dem sie auch schon zu dem Einkaufszentrum gekommen sind, ohne Ziel und mit halb leerem Tank, so in die Morgendämmerung. Was dann auch wieder zum Filmtitel Dawn of the Dead, also quasi Dämmerung der Toten, sehr schön passt. Was auch fast immer durchscheint, ist, was ich eben schon angesprochen habe, dass Autoritäten eigentlich immer als unfähig und überfordert dargestellt werden und so quasi in reaktionäre und hilflose Handlungsmuster verfallen. Dazu bitte ich, folgende Stelle im Film auszuwählen: 1 Stunde, 29 Minuten und 15 Sekunden. Nicht, ey. Du hörst mir nicht zu. Allenfalls 5% der Nahrung für den menschlichen Organismus ausmacht. Aber es geht doch um die Art dieser Dinge. Prozentsatz kann der Körper normalerweise schon existieren. Darf ich mich denn noch wiederholen? Drücke ich mich so undeutlich aus oder habe ich es hier nur mit Dummköpfen zu tun? Dummköpfe! Dummköpfe! Ich damit sagen, entschuldigen Sie mal. Ruhe bitte! Ruhe bitte! Manchmal fragt man sich, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen. Lohnt es sich, die Menschen zu retten? So wie ich die Sache sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet und es reden nur noch die Idioten. Sie sind ein leuchtendes Beispiel. Ich habe jedenfalls herausgefunden, wie ich am Leben bleiben kann und das versuche ich jetzt euch Idioten. Möglicherweise halten Sie Ihre stille, sensible Art für äußerst trostreich, aber meinen Sie nicht, dass Sie durch Ihre unlogischen... Was heißt hier unlogisch? Sie haben nicht verstanden. Ich habe Ihnen glasklar nachgewiesen, wie wir die Lebensmittelreserven um das 20-fache erhöhen können. Lebensmittelreserven? Für wen bitte? Für eine neue Spezies, die sich in unserem Lande unheimlich schnell ausbreitet und mit der wir uns notwendigerweise arrangieren müssen. Wir sollen die für... Haben Sie einen besseren Vorschlag? Oh, ich bin Gott. Für jede Alternative dankbar. Ich dachte, die Wissenschaft würde eine echte Lösung des Problems anbieten. Diese Wesen nun auch noch zu füttern, ist ja wohl das Sinnloseste, was man sich vorstellen kann. Na gut, ich kann Ihnen eine Alternative anbieten. Ich kann Ihnen eine Alternative, wenn auch radikal, lösen. Und dabei, all diese Wesen scheinen sich die grundsätzlichen Ballungsräume zu ziehen. Und da bisher noch niemand an den Einsatz unseres Kernwaffenpotenzials gedacht hat, warum bombardieren wir die Großstädte? Ist das Ihr Ernst? Absolut. Haben wir noch eine andere Wahl? Lassen Sie sie doch verhungern! Sie verhungern nicht, junge Frau. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und solange wir leben, werden Sie reichlich Nahrung finden. Das ist übrigens einer der Protagonisten, der zufällig gebissen wurde. Ein sehr schönes Standbild. Ja, das ist schön, gesellschaftskritisch, so zufällig, ganz zufällig wurde er gebissen. Also, ja. Passiert ja alles zufällig. Passiert. Ja, jeder seines Glückes Schmied in dieser Gesellschaft, weißt du doch. Hätte er mehr auf sich aufpassen müssen. Ja. Genau, ein weiteres Motiv, was in diesem Film immer wieder auftaucht bzw. interpretiert wird, ist auch allgemein eine Kritik der Naturwissenschaften, dass die Naturwissenschaften als Ursache für die Katastrophe herhalten müssen. Also zum Beispiel, ich glaube, im Remake dieses Films ist dann der Auslöser wiederum bekannt, das ist dann ein Medikament, was eigentlich einen bahnbrechenden Durchbruch darstellte, weil das wohl relativ unkompliziert Krebs heilen sollte. Und natürlich alles, was Fortschritt bzw. das Leben zu verbessern droht, muss natürlich in der Katastrophe enden. Also werden aus den Krebspatienten dann Zombies. Relativ zeitlos ist dann natürlich die Interpretation aus soziologischer Sicht, dass letzten Endes der
der Drang des Menschen nach Destruktivität dargestellt werden soll. Und letzten Endes immer die Message eigentlich entsteht, dass der Mensch für den Menschen eigentlich die gleiche und in den Filmen meistens sogar eigentlich die größere Bedrohung darstellt als die Zombies. Der Zombie kann natürlich auch als Metapher für kapitalistische Prinzipien interpretiert werden. Denn interessant ist, wie wir eben schon gehört haben, der Zombie frisst eigentlich ohne Nahrungsbedarf. Er handelt aus einem scheinbar eigenen Antrieb, denn keiner befehligt ihn. Auf der anderen Seite ist er allerdings auch nicht frei, denn er handelt automatenhaft. Er handelt nach einem eigentlich für ihn nutzlosen Prinzip, was man quasi als die nicht hinterfragte zweite Natur des Menschen im Kapitalismus, welche sich als naturhaft darstellt, interpretieren kann. Der Zombie bewegt sich in Massen, kennt aber keine Gesellschaft und keine Mündigkeit. Genau wie das Kapital ist er eigentlich tot, wirkt aber lebendig. Wie der Zombie ständig nach Menschenfleisch giert, ohne dass es ihn lebendig oder satt machen könnte, giert der Verwertungsprozess nach lebendiger Arbeit, einzig um den nie genügenden Profit willens. Es entsteht also die sehr seltsame Situation, dass es eigentlich zu Stillstand kommt, obwohl man eigentlich mit einer immerwährenden Rastlosigkeit konfrontiert ist. Vielleicht ist das aber auch alles Quatsch und letzten Endes ist der Zombie die Manifestation des tabuisierten Wunsches, nur noch zu essen, ohne zu arbeiten, der inzwischen derart tabuisiert ist, dass er nur noch angstmachend und entstellt dargestellt werden kann als Zombie. Relativ neu ist der sogenannte infizierten Film als quasi Subgenre des Zombie-Films. Der Hauptunterschied ist, dass der Zombie hier in dem Sinne kein Wiedergänger ist, da er noch nicht gestorben ist. Im Gegensatz zu den meisten Zombie-Filmen ist die Ursache hier meist bekannt und trotzdem scheitern die Menschen weiterhin an dieser Plage. Das ist, wie schon erwähnt, eigentlich bei I Am Legend der Fall, als auch bei Filmen wie 28 Days Later oder auch bei dem Videospiel, was recht neu ist und sehr populär ist, The Last of Us. Das ist eigentlich so ein Survival-Ego-Shooter mit Elementen des interaktiven Films. Hier ist dann zum Beispiel der Auslöser so eine Art Schimmelpilz-ähnliche Pilzkultur, welche sich durch Sporen verbreitet und den Befallenen dann halt zombie-ähnliche Verhaltensmuster übernehmen lässt und so langsam mehr oder weniger verkrusten lässt. Was bei diesen infizierten Filmen und vor allem zum Beispiel bei The Last of Us, als auch, wenn man die Brücke schlagen will, bei Spielen wie Metro 2033 oder Stalker Shadow of Chernobyl, das sind so ebenfalls Survival-Ego-Shooter, die in so einer atomar verseuchten postapokalyptischen Welt spielen, dass sich dort im Gegensatz zu hier, wo sich Menschen relativ spontan versuchen zu helfen und gegen die Zombies anzukämpfen, ist hier dann der Fall, dass sich die Menschen eigentlich mit dieser neuen, also eigentlich mit der Apokalypse arrangiert haben, sich da irgendwie eingerichtet haben, Enklaven eingerichtet haben und dabei alte Verhaltensmuster übernehmen und teilweise radikalisieren. Am schönsten ist es dann bei Metro 2033, wo es dann so drei Fraktionen gibt. Da gibt es einmal die rote Linie, was dann so krasse autoritäre Leninisten mehr oder weniger sind. Dann gibt es das Reich, also Nazis, und die Allianz, was dann so ein bisschen die westlich progressive Fraktion darstellt. Und alle propagieren eigentlich so, dass ihr Weg der richtige ist, um aus dieser Sache herauszukommen, beziehungsweise um am besten damit umzugehen. Ich denke, dass sich gerade bei diesen Endzeit-Szenarios, wo sich Menschen nicht mehr spontan damit herumschlagen, sondern tatsächlich schon eingerichtet haben, ein Moment ist, wo sich die Sehnsucht des Endzeit-Szenarios zu enden selbst überlebt und damit eine empfundene Ausweglosigkeit der Sehnsucht nach der Erlösung aus den herrschenden Verhältnissen demonstriert. Schön wird das dann zum Beispiel bei 28 Days Later, wo du so eine vollkommen entvölkerte Londoner Innenstadt
die Londoner Innenstadt eigentlich so als ein Machtzentrum der globalen Wirtschaft. Und diese wird dann so als komplett entvölkert dargestellt. Und auch bei I Am Legend, wo sich quasi die Natur so langsam Manhattan zurückerobert, da sprießen Bäume und andere Pflanzen, da jagen Löwen, Antilopen und so weiter und so fort. Und interessanterweise, so diese verfallenen Innenstädte zum Beispiel, weisen eine nicht geringfügige Ähnlichkeit zur tatsächlichen, natürlich in stark abgeschwächter Form, in Detroit, der ehemaligen Autostadt der USA, in den 80er Jahren auf, wo ebenfalls diese riesigen Industrieanlagen so langsam so von der Natur zurückerobert werden. Und tatsächlich entsteht da mehr oder weniger der Eindruck, dass quasi diese bestehenden kapitalistischen Industriezentren quasi als bestehendes genommen wurden und dann einfach der Mensch, der in diesen Verhältnissen eben nur als variables Kapital, als Faktor Arbeit existiert, einfach weggerechnet wird. Und dahinter die Erfahrung steht, wenn das Kapital geht, wenn die Autoindustrie kein Interesse mehr an Detroit hat, hinterlässt es eben diese Industrieruinen und hinterlässt eben unbrauchbare, überflüssige Arbeitskraftbehälter, welche vor sich hin vegetieren. Die ständige, ausgesprochene oder auch unausgesprochene Todesdrohung, die quasi eigentlich jedem gegenwärtig ist, durch die Erkenntnis, dass man halt irgendwann sterben muss, sorgt zugleich für eine Abstumpfung. Der Tod ist inzwischen eigentlich ein Massenartikel geworden, der eine gewisse Gleichgültigkeit ihm gegenüber erzwingt. Man kann zwar um einzelne Menschen trauern, nicht aber um die Zahllosen, von denen man in Geschichtsbüchern oder in Nachrichtensendungen hört und liest. Die massenmediale Repräsentation des Todes verleiht ihm etwas Unwirkliches und so sind die Leichen in Dokumentationen schon meist nicht mehr von denen in Horrorfilmen oder auch Zombiefilmen unterscheidbar. So könnte man natürlich jetzt sagen, dass das Anschauen von Horrorfilmen vielleicht einen verzweifelten Versuch darstellt, den Tod so zu übertreiben oder durch Splatter- und Gore-Effekte noch so krass zu gestalten, um überhaupt noch diese Affekte und Emotionen verspüren zu können, die einen bei den tatsächlichen Katastrophen des realen Lebens überhaupt nicht mehr tangieren. Diese Empathie, die man da versucht wiederherzustellen, ist allerdings unter den herrschenden Verhältnissen eher ungünstig, da ein Vorankommen im Kapitalismus die Fähigkeit voraussetzt, ungerührt über Leichen gehen zu können. Dieses Vorankommen ist allerdings auch wiederum eigentlich eher ein schlichtes auf der Stelle treten, ein mal mehr, mal weniger komfortables vor sich hin vegetieren. Die Propagierung des Kapitalismus als Ausbruch aus den statischen feudalen Verhältnissen dementiert eigentlich immer die Verheißung des Neuen durch den immer wiederkehrenden Zyklus, der vor allem im Amerikanischen dann so mit Birth, School, Work, Death, also Geburt, Schule, Arbeit, Tod verbreitet ist. Der einzige Ausbruch aus eben dem ist ausgerechnet eben das Monotonste, was man sich vorstellen kann oder eigentlich auch nicht vorstellen kann, nämlich der Tod. Der Tod verspricht, das gefangene Subjekt aus den Routinen des kapitalistischen Alltags zu befreien. Ein Ausbruch aus der unendlichen Langeweile und der Thrill etwas Neuem. Denn der Tod ist die plumpeste, geistesfernste und damit unwiderlegbarste Einspruch gegen jeden Idealismus. Er ist der schlagende Beweis des Vorrangs der Materie über den Geist. So kann man den Zombie durchaus auch als die Vision interpretieren, diesen Ausbruch zu vollziehen, ohne aber aus der Welt scheiden zu müssen. Dankeschön.